Ich hoffe, dass Sie mich gut hören können. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer fünften Station der virtuellen Deutschlandreise. Mein Name ist Salhaneja. Ich arbeite für das DAD-Büro in Tunis. Und zunächst möchte ich Ihnen ein Eid Mabruk wünschen oder auf Deutsch würden wir sagen ein gesegnetes Zuckerfest. Ich hoffe, Sie hatten trotz dieser widrigen Umstände, dieser Pandemie, ein paar schöne Tage mit Ihrer Familie und auch mit Ihren Freunden. Nun zum Webinar. Falls Sie bereits schon an einem unserer Webinare teilgenommen haben, dann wissen Sie sicher, dass unsere Webinare immer interaktiv sind. Das heißt, Sie werden heute ganz viel Informationen bekommen, Sie werden ganz viel Input bekommen, Sie werden aber auch viel sprechen können, Sie werden Fragen stellen können, Sie werden vielleicht kleine Aufgaben erledigen können und Sie werden sich einfach in verschiedener Art und Weise einbringen können. Heute freue ich mich ganz besonders, unsere DAAD-Lektorin Johanna Abel begrüßen zu dürfen. Sie wird mit uns heute eine kleine Entdeckungsreise durch die Herkunft der deutschen Wörter machen. Bei einer linguistischen Expresszeitreise werden wir sehen, von wem die Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen die Wörter entliehen haben. Wir werden Lehn- und Fremdwörter aus dem Arabischen im Deutschen kennenlernen und ich bin mir ganz sicher, dass Sie heute den einen oder anderen Aha-Effekt haben werden, wenn Ihnen klar ist, woher der Ursprung bestimmter Wörter sei. Bevor ich das Wort nun an unsere Referentin übergebe, möchte ich Sie aber ganz kurz vorstellen. Johanna Abel ist seit September 2019 als DAAD-Lektorin am Institut Supérieur de Langue du Gabès beschäftigt, also an der Universität Gabès im Süden Tunesiens. Sie unterrichtet dort linguistische Fächer wie auch wissenschaftliches Arbeiten. Johanna hat Ethnologie wie auch kognitive und kulturelle Linguistik in München und Paris studiert. In Deutschland unterrichtete sie Deutsch als Zweitsprache für junge Geflüchtete und engagierte sich in gesellschaftspolitischen Bildungsprojekten. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind inter- und transkulturelle Bildung und Ethnolinguistik und globales Lernen. Ihr gegenwärtiges Forschungsinteresse gilt den Möglichkeiten von Montessori-Pädagogik im universitären Bereich. Noch ein allerletzter Hinweis, bevor ich nun das Wort übergebe. Wir zeichnen das heutige Webinar wie immer auf. Liebe Johanna, die Bühne gehört nun dir. Vielen Dank, liebe Salha. Hallo, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich sehr, heute hier mit euch beim Webinar zu sein und möchte euch gleich am Anfang darauf hinweisen oder nochmal das aufgreifen, was gerade Salha schon gesagt hat, dass das Ganze interaktiv sein soll und ihr herzlich dazu eingeladen seid, jederzeit etwas in den Chat zu schreiben oder auch mündlich zu interagieren. Und zwar geht es so, dass ihr, wenn ihr was sagen möchtet, also eure Mikrofone im Moment sind zwar stumm geschalten, aber wenn ihr etwas sagen möchtet, dann könnt ihr die Hand heben. Da ist oben auf der Leiste an eurem Bildschirm, egal ob das ein Handy oder ein Computer ist, ist so ein kleines Männchen, das die Hand hebt. Und wenn ihr etwas sagen möchtet, dann drückt ihr da drauf und dann sehen wir das. Die Serin, die hier unsere technische Hilfe ist und ich, und dann können wir euch freischalten und ihr könnt auch direkt was sagen. Und genau, dazu seid ihr herzlich eingeladen und ich freue mich jetzt auf das Webinar mit euch. Woher kommen die Wörter des Deutschen? Also das ist eine Frage, die mich schon ja lange begleitet. Ich habe vor allem festgestellt als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache im Ausland, aber auch besonders in Deutschland für Deutsch als Zweitsprache, dass das sehr hilfreich sein kann und viel Spaß macht, diese Frage zu stellen und mir hilft es sehr, Deutsch zu unterrichten. Und das Zweite ist, dass es mir auch ganz persönlich, wenn ich eine andere Sprache lerne, wie jetzt im Moment Arabisch oder noch oder das chinesische Arabisch, noch besser Französisch, dass mir persönlich diese Frage auch immer sehr hilft und eine Lernstrategie für mich darstellt. So, und dafür machen wir, um diese Frage zu beantworten, woher diese Wörter kommen, machen wir eine Reise, also eine linguistische Expressreise durch den Wortschatz des Deutschen. Wir fangen so vor circa 3000 Jahren an, also vor langer, langer Zeit, gehen über das Mittelalter, durch die Neuzeit, bis wir dann heute bei dem heutigen Deutsch, das gesprochen wird, ankommen. Da gibt es verschiedene Haltestellen. Als erstes sind wir bei den Erbwörtern, so circa 3000 vor Christus. Dann schauen wir uns arabische Wörter in europäischen Sprachen an.
Und dann Fremd- und Lehnwörter. Aber bevor wir jetzt so weit zurückgehen zu unserer ersten Station, also zur ersten Station vor 3000 vor Christus, sind wir nochmal heute, hier und jetzt. Und ihr könnt mich sehen, zumindest ein bisschen. Ihr seht, ich sitze hier neben einem Fenster und ich habe hier eine Tasse Kaffee in der Hand. Und da scheint so ein bisschen Sonne bei mir rein, aber ich bitte euch, dass ihr mal schreibt, wo ihr denn gerade sitzt. Dafür könnt ihr bitte, also dass wir gleich das üben, dass das Ganze interaktiv ist, dass ihr den Chat benutzt, könnt ihr einfach mal in den Chat Wörter schreiben. Also ich mache euch das mal vor, wie ich das gerade geschrieben habe. Ich sitze an einem Tisch vor einem Computer, eine Tasse Kaffee, Webinar und in meinem Kopf geht es gerade um Etymologie. Also, wo seid ihr gerade? Wo sitzt ihr? Schaut ihr auf ein Handy? Schaut ihr auf einen Computer? Ist vielleicht jemand anders bei euch im Zimmer? Bitte schön. Seid nicht schüchtern. Okay, ein Schreibtisch schon mal. Wo sitzt ihr sonst alle? Wir sind hier ja einige Leute. Wo sitzt ihr? Wo schaut ihr gerade drauf? Trinkt ihr etwas? Ist jemand mit euch anders im Zimmer? Traut euch, was zu schreiben. Okay, Sam sitzt an einem Schreibtisch. Amin gibt gerade noch was ein. Okay, Hazel hat das schon gleich, hat auch die Aufgabe so gemacht, wie ich es gesagt habe, und zwar nur die Wörter. Okay, sie liegt in ihrem Bett, wahrscheinlich auf einer Matratze, und schon macht das Ganze am Handy. Schön, dass das auch geht. Okay, da sitzt jemand im Zimmer. Amin. Okay, vielen Dank, Sam, Hazel und Amin, schon mal für eure Wörter. Hier habe ich mal mögliche Wörter hingeschrieben, die, wo ihr überall sein könntet. Also wir hatten gerade ja an einem Tisch, Computer, aber auch hier bei einem Handy sitzt jemand. Ich habe gerade gesagt, ich bin bei einem Fenster, bei mir ist ein bisschen Sonne. Ich denke hier über das Webinar nach und ich habe meine Tasse Kaffee. Ich habe aber auch ein Glas Wasser. Und jetzt ist die Frage, es sind jetzt ja echt viele Wörter, die wir so alle oder viele Dinge, die um uns herum sind, die wir bezeichnen können. Woher kommen denn all diese Wörter eigentlich? Also ich vermute mal, wir müssen jetzt bei sowas wie Webinar oder Computer oder Handy ist uns klar, dass wir da nicht so weit zurückgehen müssen wie 3000 vor Christus. Diese Wörter sind noch nicht so lange Teil unserer Realität. Ich möchte euch aber mal anfangen mit einem anderen Wort und zwar mit der Sonne. Die Sonne ist wohl etwas, was schon auch vor den Menschen da war und was bestimmt auch schon vor 3000 vor Christus da war. Und wenn wir jetzt mal überlegen, woher kommt eigentlich dieses Wort Sonne, damit möchte ich mit euch anfangen. Und wenn wir über das Deutsche reden, oder die Deutschen, sagen wir so, die Vorfahren von den Deutschen, sind die sogenannten Germanen. Im Englischen sagt man ja auch noch immer the Germans für die Deutschen. Und wenn wir das Wort Sonne anschauen, dann stellen wir eben fest, dass das schon seit langer Zeit Teil der Sprache ist, die die Germanen oder jetzt eben heute die Deutschen sprechen und viele andere Menschen auf der Welt auch. Und zwar kann man schon, dieses Sternchen heißt, das weiß man nicht ganz sicher, aber man glaubt, man denkt aufgrund von Hypotheorien, dass man vor circa 1000 vor Christus ein Urgermanisch gesprochen hat und da hieß es Sunno, Sonne. Dann im Althochdeutschen 7 bis 150 nach Christus hieß es Sunna, dann im Mittelhochdeutschen Sunne und heute heißt es Sonne. Wenn wir, und diese Weise, sich eben Worte anzuschauen und nach ihrem Ursprung, nach ihrer Herkunft zu fragen, wie kamen die eigentlich in unsere Sprache? Das nennt man Etymologie. Also das ist die Forschung nach dem Wort Ursprung. Es kommt aus dem Griechischen von Etymos war und Logos Wissenschaft Lehre. Also
die wörtlich die Lehre vom Wahren, aber so kann man es jetzt eigentlich, ist nicht die Wahr, nicht die Lehre vom Wahren, sondern eher die Lehre davon, von der Herkunft, der Grundbedeutung und der Entwicklung eines Wortes. Also wie wir hier eben sehen, hat sich das Wort auch lautlich etwas verändert mit der Zeit. Und das macht die historisch vergleichende Sprachwissenschaft. Wenn wir jetzt noch weitergehen und mal schauen hier, schaut mal hier diese Karte an, das ist ja die Welt. Und da sind ganz, ganz viele Worte für Sonne in Sprachen auf der Welt. Also Sun, Sol, Soleil, Slonce, Sunce, Sun, Surya. Das sind ganz viele Wörter in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Hat jemand von euch eine Idee, was diese ganzen Sprachen gemeinsam haben? Ja, Bessem sagt S. Was heißt S? S? Ach so, die ganzen Wörter. Ja, die ganzen Wörter, stimmt. Die haben alle ein S, genau. Also das ist jetzt auf der formellen Ebene, haben diese ganzen Wörter ein S. Drei Wurzel, sagt Munir. Okay. Was haben diese ganzen, noch einmal die Frage bitte, okay. Was haben diese Sprachen gemeinsam? Also das stimmt, auf formeller Ebene haben sie alle ein S. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die alle zu einer Familie gehören, diese Sprachen. Die gehören in irgendeiner Form alle zusammen. Die gehören zur lateinischen Sprachfamilie. Also es gibt einige von denen, die gehören zur romanischen Sprachfamilie und haben ihren Ursprung in der also im Lateinischen, aber diese Sprachfamilie ist noch größer als nur das Lateinische. Genau, Indogermanisch. Vielen Dank für Sam. Die Sprache, diese ganzen Sprachen, also wir haben hier von Russisch und dann hier in Indien und dann hier in Südamerika haben wir ganz viel Portugiesisch und Spanisch, hier Soleil auf dem afrikanischen Kontinent. Genau, die gehören zur indogermanischen Sprachfamilie. Indo, weil hier sind wir in Indien, bis Germanisch, bis hier in Europa. Inzwischen nennt man diese Familie sogar nicht mehr nur Indogermanisch, sondern man nennt diese Sprachfamilie die indoeuropäische Sprachfamilie. Und da sind wir bei unserer ersten Station jetzt schon angelangt, und zwar bei den Erbwörtern. Und wir sind quasi schon 3000 vor Christus. Also vor wirklich langer, langer Zeit. Könnt ihr mir sagen, was könnt ihr euch vorstellen, was heißt hier in dem Kontext Erben? Was heißt Erben? Kann das jemand kurz erklären? Also wenn ich sage Sonne, die Sonne, das ist ein Erbwort. Was meine ich damit? Das Wort, wie Jan hat gesagt, wird aus einer anderen Sprache entliehen. Das wäre dann eher ein geliehen, das ist dazugekommen, aber Erbwort, man hat es geerbt, so quasi, wenn ihr überlegt, von wem erbt man was, von den Eltern, von Verwandten, eben aus der eigenen Sprachfamilie. Das Sam sagt, dass man ein Wort aus einer anderen Sprache stammt, ja, aber eben aus einer Sprache aus der eigenen Familie. So wie wir ja auch eher von unserer Familie etwas erben als von irgendjemand anderem. Ahmed, genau, erben to inherit. Der hier ist das, die Urwörter in jeder Sprache vielleicht, sagt Amin. So ungefähr kann man das sagen, was Amin sagt. Das heißt, sein Wort, so ein Wort wie Sonne, das gab es schon hier unten, das gab es schon vor langer, langer Zeit. Das kam eben nicht irgendwie dazu von einer anderen Sprache, weil die Sonne gab es schon immer. Schon vor den Menschen. Und dieses Wort wurde geerbt, inherit. Und da sind wir dann jetzt hier, eben beim Indoeuropäischen. Bis zum heutigen Deutschen gibt es eben die Erbwörter, die vom Indoeuropäischen in der deutschen Sprache quasi geblieben sind. Hegel sagt, die Wörter, die Sachen, die es schon lange gab.
Genau, wie Essen, Trinken, Natur, genau, solche grundlegenden Wörter, die das menschliche Sein ausmachen. Oh, gerade schreiben ganz viele was, da bin ich gespannt, warte ich mal, was ihr noch zu sagen habt. Yeah, Ben Salah, warum hat sich die Benennung von indogermanisch zu indoeuropäisch geändert? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die hat sich geändert, weil das so ein bisschen, sagen wir, eigentlich ein bisschen diskriminierend war. Erstens, wenn man sagt, also da fangen wir erstmal so an. Es hieß indogermanisch, wenn man als erstes die Parallele entdeckt hat. Das waren auch zwischen eben Sprachen wie dem Sanskrit, einer alten indischen Sprache, und germanischen Sprachen in Europa. Und dann hat man gesagt, okay, das ist quasi ein geografischer Klammerbegriff. Also auf der einen Seite bis Indien, bis nach Germanisch, bis nach Europa. Und dann hat man gemerkt, naja, aber Portugiesisch ist ja auch damit verwandt. Also kann man nicht sagen, das ist ein geografischer Begriff. Und dann hat man einfach, fand man es besser, jetzt sehr verkürzt ausgedrückt, da gab es auch unter Linguisten viele Diskussionen, das indoeuropäisch zu nennen. Ist die Frage damit beantwortet, Bilal? Okay, wenn nicht, dann kannst du mich ja einfach auch nochmal fragen. Okay, alles klar. Gut. Und zwar eben jetzt diese indoeuropäischen Wörter, die aus dem indoeuropäischen stammen, die nennt man Erbwörter. Und die wollen wir uns jetzt mal so exemplarisch kurz anschauen. Jetzt sind wir hier nochmal bei diesem Sprachbaum, bei der indoeuropäischen Sprachfamilie. Und da sehen wir die, ich habe euch das hier markiert, diesen Teil habe ich groß gemacht, damit ihr das besser sehen könnt. Und da seht ihr hier das Germanische und da seht ihr eben Deutsch. Mit welchen Sprachen ist denn das Deutsch sozusagen vergeschwistert? Was sind denn in dieser Großfamilie der indoeuropäischen Sprachfamilie ganz nahe Verwandte? Also die Frage ist, was sind ganz nahe Verwandte, was sind quasi Schwestern von dem Deutschen? Oh, hier sind noch zwei schöne Kommentare im Chat zu Erbwörtern von Sarah. Ein Wort, das aus älteren Entwicklungsstufen einer Sprache übernommen wurde. Genau, sehr schön. Also ein Wort, das quasi mit der Sprache mitgegangen ist und schon aber in früheren Entwicklungsstufen vorhanden war, als die Sprache vielleicht eben noch gar nicht Deutsch hieß oder die Deutschen sozusagen noch gar nicht gab. Und hier von Laidi Lilir, ein Erbwort ist ein seit langem gebrauchtes Wort, das nur in dem Laufe der Zeit modernisiert wurde. Ja, so kann man das schön sagen. Das ist eine schöne Definition, die gefällt mir. Sehr verständlich. Danke, Laidi. Okay, hier möchte ich euch nochmal zeigen, wie das dann Linguisten, wie das dann aussieht, wenn die das quasi aufschreiben. So eine Etymologie. Das ist jetzt hier die Etymologie von Sonne. Da macht man erstmal so einen Grundbedeutung, die Sonne ist Licht- und Wärmespender, Himmelskörper. Dieses AHD sind hier so Abkürzungen AHD, MHD, NL, A-Engel, Engel, Germ, A-Int, Russ, IE. Könnt ihr euch vorstellen, wofür diese ganzen Abkürzungen stehen? Also ich mache euch einfach mal ein Beispiel. AHD heißt Althochdeutsch. Hat noch jemand eine andere Idee hier für so eine Abkürzung, was die heißen könnte? Okay, vielen Dank, Armin. MHD heißt Mittelhochdeutsch, also Althochdeutsch, eher sehr alt, dann Mittelhochdeutsch. Dann haben wir hier NL, was könnte das sein, wenn wir an die Geschwister, an die Schwestern von Deutsch denken? Bei Engel das Gleiche. Mehrere Teilnehmer geben ein. Okay, Sarah hat uns noch ein paar Beispiele für Erbwörter gegeben. Aber jetzt zu der gerade aktuellen, danke Sarah. Jetzt gerade aber zu der aktuellen Frage, Tanja, genau, Niederländisch, Son. Engel, das müsste eigentlich ziemlich klar sein, das heißt Englisch. Germ, Germanisch. A-Int heißt Altindisch. Ach, mit Englisch ist es eine germanische Sprache, aber im Gegenteil von Deutsch, es hat seinen Ursprung betrügt. Es hat sehr viel geändert und wird viel vereinfacht.
Ja, das ist jetzt schon eine sehr, sehr starke Meinung gegenüber dem Englischen. Es ist halt eine internationale Sprache, die, eine Sprache, die sehr vielen Kontexten gerecht wird und sehr vielen Kontexten gebraucht wird. Es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr stark gewandelt und hat sehr, sehr viele Lehnwörter, das Englische. Danke für dieses Kommentar. Ja. Okay, so, wenn wir jetzt, jetzt habe ich hier vergessen, IE steht dann für indoeuropäisch. Und das ist hier auch das Rechte. Also geht man, das weiß man nicht genau. Das Sternchen heißt, man überlegt sich, man rekonstruiert, dass das Wort eben mal vor langer, langer Zeit so gehießen haben könnte. Ich kann das gar nicht richtig aussprechen. Ist auch so ein bisschen vereinfacht dargestellt, Saul oder irgendwie sowas. So in der Art kann dieses Wort gehießen haben für Sonne. Und zwar wurde das sind alles Vermutungen, das weiß man nicht, weil damals wurde auch noch nicht geschrieben. Wir haben keine schriftlichen Quellen. Die ältesten schriftlichen Quellen, die wir haben, kommen aus Indien, aus dem Sanskrit von indoeuropäischen Sprachen. Aber ja, man vermutet, dass circa 6000 vor Christus so etwas wie die indoeuropäische Ursprache hier in dieser Region gesprochen wurde. Und von dort aus sind die Menschen, die indoeuropäische Sprachen oder diese Sprache gesprochen haben, migriert nach Westen und nach Osten. Und dann sieht es eben heutzutage so aus, dass wir hier überall auf der Welt ganz viele Worte haben für Sonne, für dieses Phänomen, das Ding Sonne, die sich ähneln, wie ihr alle gesagt habt, mit S anfangen und ein Vokal auf sie folgt, aber sie sich doch auch recht unterscheiden. Da könnte man jetzt, hier habe ich nochmal für euch das aufgeschrieben, also das Wort Sonne hat sich aus dem indoeuropäischen Saul zu germanisch Sonno entwickelt. Bei den beiden weiß man das nicht genau, deswegen ist es das Stern, das Sternchen, man hat dazu keine schriftlichen Quellen. Belegt hat man aber, dass es im Althochdeutschen Sunna hieß und im Mittelhochdeutschen Sunno und seit dem 16. Jahrhundert eben im Deutschen als Sonne. Wenn wir jetzt, sind wir hier bei den Erdwörtern, 3000 vor Christus, ist die Frage, wir haben vorhin schon von Hesiod gehört, was denn alles Erdwörter sein können. Ich möchte hier nochmal mit euch das hier anschauen, diese ganzen Worte, die wir am Anfang aufgelistet haben, oder ihr habt ein paar aufgelistet und ich habe dann einige hinzugefügt. Also, wenn ihr euch jetzt überlegt, von diesen Wörtern hier am Anfang, welche dieser Wörter sind denn wohl Erbwörter? Also, welche Wörter sind denn schon lange Teil des Deutschen und wurden quasi modernisiert mit der Zeit? Zucker. Ah, Zucker ist tatsächlich, das ist ein falscher Freund. Zucker ist tatsächlich kein Erbwort. Ja, Wasser. Wasser ist ein Erbwort. Zucker gibt es tatsächlich gar nicht so. Für uns ist es heute elementar, aber es gibt es noch gar nicht so lang. Genau, Wasser. Oh, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe ja die ganzen Worte, einige Worte schon blau markiert, die Erbwörter sind. Naja, genau, aber Wasser. Bruder, Verwandtschaftsbezeichnungen. Mutter. Okay. Schön. Ja, ich denke, das ist klar, was Erbwörter sind. Das haben wir jetzt ganz schön uns erschlossen. Und dann können wir jetzt dann auch schon weitergehen. Und zwar kamen natürlich mit der Zeit, blieb es nicht nur bei den Erbwörtern und die Leute haben eben nicht nur Wasser getrunken, sondern auch angefangen, Zucker zu essen und andere Dinge kamen in ihrem Leben noch mit dazu. Sada, ich verstehe nicht, was du damit meinst. Naja, genau, es kamen auf jeden Fall eben noch einige Wörter mit dazu. Also es blieb nicht nur bei den Erbwörtern, sonst wäre unser Wortschatz, Tür, okay. Wäre unser Wortschatz heute relativ arm. Deswegen gehen wir jetzt in das Mittelalter. Und zwar in eine sehr spannende, für gerade, ich denke besonders für euch, einen spannenden Abschnitt von unserer Reise, und zwar arabische Wörter in europäischen Sprachen. Und was denkt ihr denn, warum
heißen diese Wörter teilweise Lehnwörter? Was steckt da für ein Wort dahinter? Was kann damit gemeint sein? Sam, genau, ein übernommenes Wort von Lehn. Könnt ihr vielleicht, kann jemand schreiben, was denkt ihr, von welchem Verb kommt es? Lehnen oder leihen? Also wenn ich auch so frage, kann ich mir, oh bitte, kann ich mir dein Auto leihen? Papa, Mama, leihen. Also man hat sich vielleicht die Sprache, die leihen, genau. Man hat sich vielleicht ein Wort mal geliehen aus einer anderen Sprache sozusagen. Ich möchte dann mit euch dann jetzt gleich nochmal weitermachen. Und zwar habe ich hier so eine schöne kleine Tasse. Und zwar hier eine Tasse Kaffee. Kaffee wird auch sehr, sehr viel in Tunesien, Marokko und Algerien, glaube ich, getrunken. Auch mit sehr, sehr viel Zucker. Bei mir ist kein Zucker drin. Und wir wollen uns mal anschauen, woher denn diese Wörter kommen. Und zwar würde ich jetzt dafür bitten, die Serin, dass sie mir die PDF groß macht, dass wir die arabischen Schriftzeichen lesen können. Genau, Sarah. Wörter, die aus einer anderen Sprache übernommen worden sind. Genau, nämlich ganz im Gegensatz zu den Erbwörtern. Hamel. Ah, das ist eine Übersetzung fürs Arabische quasi, Hamel. Und Amin, Sie können das Buch von Hinkel Dunker lesen. Sie hat so viele Wörter erwähnt. Dankeschön, Amin. Vielleicht schreibst du uns noch den Titel mit hinein bei dem Buch von Hinkel Dunker. Dann können wir dieses Buch uns anschauen. Marwa, von anderen übernommen. Genau, Marwa, also das Wort Kaffee, wurde aus anderen Sprachen übernommen, und zwar aus welchen? Okay, vielen Dank, Serin. Also das sehen wir hier ja schon. Ihr könnt mal euch hier die Abkürzungen eben anschauen. Also genau, einmal aus dem Französischen, hier, ups, Französisch, jetzt funktioniert das hier mit dem Pfeil nicht. Okay, ich muss das jetzt mal hier ohne Pfeil machen. Also ihr seht hier dieses Fritz, It, Türk. Für was steht denn Fritz, It und Türk? Also Fritz steht für Französisch und für was steht denn It? Ja, hier hat noch Hesham geschrieben, Alkohol aus dem Arabischen, genau, auch Alkohol von Alkohol. Eigentlich habe ich euch auch mitgebracht, womit man hier die Augen schminkt. Eigentlich daher kommt es. Laidi, ein Lehnwort ist ein Wort, das aus einer anderen Sprache übernommen wird und dann wird in einer anderen Sprache gebraucht, aber wird orthografisch, grammatisch und lautlich verändert. Sehr gut, sehr eine sehr schöne Definition. Hier ist nochmal der Buchtitel. Vielen Dank für diese Empfehlung, Amin, sehr spannend. Ihr nennt jetzt gerade schon ganz, ganz viele Beispiele, das Wort Haschisch. Ja, genau. Diese, vielleicht können wir da, okay, ich sage jetzt einfach gleich was dazu. Woher denn das Wort, was heißt denn das Wort Haschisch im Arabischen und was heißt denn das Wort Haschisch im Deutschen? Weil jetzt haben wir hier ja nur das Wort stehen. Was ist da eine Entlehnung? Was ist da passiert? Munir sagt was dazu. Also Haschisch heißt ja eigentlich, oder Haschisch im Arabischen heißt ja eigentlich einfach Gras. Und im Deutschen wird es verwendet eben für das, wenn jemand dieses Marihuana im tunesischen Safla halt etwas raucht,
Da wird dann das Wort Haschisch benutzt. Man sagt auch Gras im Deutschen, aber das ist zum Beispiel ein Lehnwort sozusagen. Auch der Akt dessen, was die Leute tun, wenn sie eben diese Pflanze rauchen, dann sagt man, die Leute kiffen. Und das kommt von El-Kif. Und El-Kif heißt eigentlich mal das Wohlbefinden. Also man tut etwas, damit es, man raucht eben etwas oder nimmt dieses Rauschmittel zu sich, damit man Wohlbefinden, dass man sich wohlfühlt, dass man ein schönes Gefühl erzeugt. Danke für diese Beispiele. Ich würde jetzt nochmal zurückgehen zu dem Kaffee. Das ist so ein klassisches Beispiel für eben ein arabisches Lehnwort in europäischen Sprachen. Eben aus dem Französischen. Aber ups, jetzt ist es hier klein geworden. Wieso ist das jetzt wieder zurück, Siri? Komisch. Ich mache das mal wieder groß. So. Genau, es ist eben nicht direkt aus dem Arabischen ins Deutsche gekommen, sondern zuerst vom Arabischen ins Türkische, dann vom Türkischen ins Italienische und dann vom Italienischen ins Französische und dann erst von dort ins Deutsche. Als nächstes Beispiel, also habe ich hier, könnt ihr das hier auf dieser Folie, könnt ihr das eigentlich ganz gut sehen, wie das eben vonstatten geht. Also Kahwa, Arabisch, dann zu Kahwe Türkisch, von dort dann zu Kaffee Italienisch und zu Französisch Kaffee. Hier dann weiter, gehen wir zum nächsten. Und das ist ja alles ein bisschen verzogen. Ich habe ja gesagt, noch auch die Tasse. Und die Tasse, das ist interessant, weil die ist zwar auch aus dem Arabischen ins Deutsche gekommen, sozusagen, aber wieder auch auf Umwegen, also nicht direkt. Erstmal wurde es im Arabischen, das aus dem Persischen übernommen und dann vom Arabischen ins Italienische und dann vom Italienischen eigentlich erst ins Deutsche. Das heißt, wenn ich hier meine Tasse Kaffee habe, dann habe ich da echt ganz schön viel Sprachgeschichte drinnen. Dann gehen wir mal runter. Kommen wir weiter. Ich möchte euch jetzt mal, ihr habt schon ganz viele spannende Sachen gesagt, also auch selber Beispiele gebracht, und ich möchte euch einmal zeigen, wie ihr das selber recherchieren könnt, also wie ihr so eine etymologische Recherche machen könnt. Denn wir hatten vorhin kam schon mal das Wort Zucker auf, und Zucker ist tatsächlich eigentlich eben kein Erbwort, also Zucker gab es noch nicht 3000 vor Christus in der indoeuropäischen Ursprache, sondern das ist erst zur deutschen Sprache hinzugekommen. Und zwar bräuchte ich dafür dann nochmal eine Freigabe. Was denkt ihr denn, woher das Wort Zucker kommt? Könnt ihr mal eine Vermutung anstellen? Also ich habe vorhin gesagt, das ist kein Erbwort. Was denkt ihr denn, woher das Wort Zucker kommt? Was hat das für eine Etymologie? Ja, aus dem Arabischen, aber Arabisch war quasi nur die Brücke. Also es kam nicht direkt aus dem Arabischen. Es gibt auch Es-Sukkar in Arabisch. So, ich glaube, jetzt könnt ihr meinen Bildschirm sehen und ich zeige euch hier mal eine ganz tolle Seite, DWDS, das digitale Wörterbuch deutscher Sprache, und suche jetzt mal hier das Wort Zucker. Da könnt ihr selber, wenn ihr wollt, eben solche Recherchen machen. Da gibt es ganz viele interessante Informationen, nicht nur etymologische, aber unter anderem. Dann haben wir hier die Bedeutungen, die Übersicht, grammatikalische Informationen und hier unten eben die Etymologie. Und eigentlich kommt, also wir haben hier eben auch Arabisch Sukkar, aber davor kam es aus dem Altindischen, Sarkara, also aus Indien quasi, aus dem Sanskrit. Aus Indien, genau. Amin, aus Indien, sehr gut. Amin ist ein absoluter Experte.
So, ja, also ich empfehle euch, wollte euch das nur diese Seite zeigen, dass ihr seht, dass man es hier eben schön nachschauen kann. Dann gehe ich jetzt wieder zurück zu meiner Präsentation. Okay, genau. Und zwar kann man das da dann schön nachvollziehen, was ich euch auf der nächsten Folie dann ein bisschen, also gezeigt habe. Russisch. Wir nicht im Russischen, nicht aus dem Russischen. Genau. Wir haben jetzt schon eben aus dem Altindischen. Also es kam eigentlich von Altindisch Sarkara, dann in Arabisch Zucker, dann nach ins Lateinische, in ein Vulgärlateinisch, von dort ins Italienische, dann hieß es im Althochdeutschen Zucker und dann seit dem 17. Jahrhundert heißt es Zucker im Deutschen. Okay. So, upsa. So, jetzt sind wir hier mitten im Mittelalter, wo tatsächlich sozusagen der Orient sehr, sehr wichtig war als Brücke, wo besonders über das maurische Spanien wirklich sehr, sehr viele Kulturgüter und auch Wissenschaft nach Europa kam. Es gibt noch ganz, ganz, wir wollen dann jetzt auch weiter in die Neuzeit, aber davor möchte ich euch noch ein ganz kleines Beispiel zeigen. Also es gibt viele Beispiele für eben noch für Wörter arabischen Ursprungs im Deutschen. Kann jemand denn hier lesen, was auf der Folie steht? Da steht was. Ah, es hat sich jemand zu Wort gemeldet. Genau, Ahmed hat schon gesagt, Wörter arabischen Ursprungs im Deutschen. Genau. Da gibt es nämlich tatsächlich gar nicht so wenige und es lohnt sich wirklich, da ein bisschen hinzuschauen. Ich habe jetzt hier noch, bevor wir weitergehen, können nicht so lange an dieser Haltestelle bleiben. Habe ich euch hier nochmal die Folie gegeben vom Anfang mit dieser quasi, mit der Sammlung dessen, wo wir jetzt gerade so sitzen und was wir machen und die ganzen Wörter, die quasi übers Arabische ins Deutsche kamen. Zucker haben wir schon gesehen, Zucker, Kahwa, Kaffee, Tassak. Könnt ihr hier oben euch noch erinnern und denken, was das sein könnte, diese Wörter, die ganz oben auf der Folie stehen? Da hat jemand von euch gesagt, er sitzt auf dem Bett, aber nicht auf dem Bett, sondern. Also, ich frage hier gerade nach diesen Wörtern hier oben, Matras und Zaffer. Was denkt ihr denn, was diese Wörter im Deutschen sind, sein können? Schlange. Oh, ich hoffe, ihr habt keine Schlange in eurem Zimmer. Die Frage war ja, wo ihr gerade seid und was ihr habt. Eine Schlange? Ah, Saf, ja, shit, ist Saf. Also, Safa eben anstehen, aber was eigentlich die, also genau, links, das heißt Matratze, aber bei Ahmed hat gesagt Schlange, das meint eben eigentlich, also die Etymologie ist Safa eine Anstehen und eine Ruhebank, eine Bank, wo man ansteht und daraus hat sich dann das Wort Sofa gebildet, von Arabisch Safa. Das sind hoffentlich zwei schöne Aha-Momente für euch. Und ich habe hier noch ganz viele in der Präsentation weitere Aha-Momente, die wir jetzt gar nicht mehr gemeinsam anschauen werden, weil unsere Reise geht weiter. Wir gehen jetzt dann in die Neuzeit und schauen uns noch andere Wörter an, die ins Deutsche gekommen sind. Aber ihr könnt euch jetzt das, worüber ich gerade rüberblätter, wo wirklich auch spannende Beispiele mit schönen Aha-Momenten dabei sind, könnt ihr euch eben auch runterladen und euch dann später selber anschauen. Aber wir gehen jetzt dann schon weiter in die Neuzeit. Denn wir waren jetzt im Mittelalter und kommen jetzt in die Neuzeit und schauen uns an, was da
für Wörter ins Deutsche mit dazu kam. Was denkt ihr denn? Wir haben jetzt gerade über das Arabische gesprochen, ist auch mal Latein, von Lateinisch die Rede. Welche Sprachen spielen jetzt eine Rolle in der Neuzeit? Welche Sprache, die dem Deutschen auch geografisch sehr nah ist, hat das Deutsche denn in der Neuzeit sehr beeinflusst und hat viele Lehn- und Fremdwörter gebracht? Was denkt ihr denn, woher kommt dieses Wort zum Beispiel? Also die Frage, welche Sprache hat in der Neuzeit, also ab dem 15. Jahrhundert, das Deutsche sehr beeinflusst? Amin, genau, das Französische und das Englische. Das sind so die beiden größten Einflüsse. Vielen Dank. Genau, und auch das deutsche Wort Bürokratie und auch im Arabischen Bürokratie kommt aus dem Französischen. Und zwar wurde das im 17. Jahrhundert aus dem Französischen entlehnt. Es wurde geprägt, ist ein Kunstwort, das hat sich ein Ökonom alleine ausgedacht aus dem Wort Büro, also ein Zimmer, wo man arbeitet, und dem Suffix krati. Und krati heißt, kommt aus dem Griechischen und heißt quasi Herrschaft oder Gewalt oder Macht. Und hier jetzt ganz groß für euch die Frage, welche Kratien kennt ihr noch? Welche Worte, wo dieses Krati, dieses Suffix vorkommt? Genau, Demokratie. Ihr habt hier alle noch geschrieben Englisch, genau, Französisch und Englisch haben das Deutsche sehr beeinflusst. Und hier hat Ahmed eben schon gesagt, ihr kennt noch das Wort Demokratie. Weiß denn jemand, was Demokratie heißt? Also Kratie heißt Herrschaft. Bürokratie heißt die Herrschaft quasi des Büros, des Amtszimmers, und die Demokratie. Die Souveränität des Volkes, das Volk ist der König. Ja, das sind alles schon Umschreibungen. Sehr schön, genau. Und wenn man sich jetzt so ganz einfach direkt anschaut von der Etymologie, haben wir eben Demos, das Volk, und eben Krati, die Herrschaft. Sehr schön. Hier auch wieder diese Wörter nochmal auf Arabisch. Bürokratie, Demokratie und auch noch eine andere nicht so schöne Herrschaft, Diktaturia. Und jeweils hier die deutschen Entsprechungen unten. Also die Bürokratie, die Demokratie aus dem Griechischen entlehnt und dann übers Lateinische ins Deutsche und die Diktatur. Demos Kratos, Volksherrschaft, hat Herrscher noch schön geschrieben. Genau, zusammen. Aristokratie, Amin, genau. Was heißt das denn? Aristokratie. Also Kratie, die Herrschaft. Und was meint Aristokratie? Da muss ich tatsächlich zugeben, also ich weiß, was Aristokratie heißt, das ist eben, ich weiß nicht, wie da genau die Etymologie ist, also was tatsächlich Aristo wirklich heißt, das können wir dann ja in DWDF recherchieren. Ahne, hilft mir. Der Adel, der Beste. Ah, Aristo heißt einfach der Beste. Die Herrschaft der Besten. Okay, was wahrscheinlich, da gab es dann eh schon einen Bedeutungswandel von der Beste zum Adel. Danke, Anne, und danke auch Bilal. Hier habe ich jetzt noch weitere Lehn- und Fremdwörter für euch, die wirklich, glaube ich, für uns alle, die wir jetzt hier sind, wahrscheinlich sehr, sehr alltäglich sind. Das Referat, das Seminar, wahrscheinlich, naja, das Referat nicht immer so alltäglich. Ich
recherchieren. In der Uni sollte man auch reflektieren, die Universität, eine Dozentin. Diese ganzen Worte kommen auch aus dem Französischen und sind Lehnwörter aus dem Französischen, wo man vielleicht eben gar nicht mehr so merkt, dass sie irgendwann mal zur deutschen Sprache hinzukamen. Hier habe ich noch eine Frage für euch. Und zwar haben wir gerade schon gesehen bei dem Kratin, dass quasi über den Umweg des Französischen da eine griechische Grundbedeutung ins Deutsche gekommen sind. Und hier sind noch weitere Beispiele, also Polyglott, Universität, Bürokratie, Etymologie, Inspiration, Faschismus. Und diese Prä- und Suffixe, also sowas wie Poly oder Kratilogie, Ion, Ismus, gibt es viele Worte im Deutschen. Kennt ihr denn da noch weitere von solchen Wörtern, die teilweise auch, das ist nützlich für den eigenen Wortschatz, weil die in vielen europäischen Sprachen ähnlich sind. Also mir hat das sehr geholfen, als ich Französisch gelernt habe. Rassismus. Zum Beispiel. Ismus heißt eigentlich eine Ideologie. Also die Ideologie, dass eine Rasse besser sei als eine andere, und dem steckt schon die Idee zugrunde, dass es überhaupt so etwas wie biologische Rassen gibt. Hanna Benchai, Sozialismus. Schön. Geben gerade noch mehr was ein. Manipulation. Imperialismus. Toll. Das Tolle bei diesen ganzen Wörtern ist, dass man dann auch gleich immer den Artikel mit weiß. Weil immer alles, was auf Ion endet, ist immer mit die. Alles, was auf Ismus endet, ist immer mit der. Kapitalismus, Realismus, Imperialismus. Toll, schön. Da seid ihr schon ganz gut mit dabei. Egoismus, Feminismus. Wow, super. Ja, Realität. Danke. Jetzt gehen wir mal noch weiter, das sind jetzt Wörter, eben die Lehnwörter, wo man vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt, dass sie mal irgendwann zum Deutschen hinzugekommen sind und wir sie ganz natürlich benutzen und auch grammatikalisch integrieren. Aber dann gibt es noch so Wörter, die noch nicht so lange Teil des Deutschen sind, die man dann vielleicht eher als Fremdwörter wahrnimmt. Und unter anderem das Wort Internet, auf das wir jetzt gerade hier auch, auf dieses, sind wir ja alle angewiesen aufs Internet, sonst wären wir hier gerade alle gar nicht zusammen. Das Internet ist in den, oder das Wort, aber auch das Phänomen aus den USA oder dann eben aus dem Englischen in den 1990er Jahren übernommen worden und wurde eigentlich mal auch gebildet aus dem Begriff Inter und Network, also Netzwerke, die miteinander interagieren. Auch hier noch weitere von diesen Wörtern, die wir vielleicht schon eher noch als fremd wahrnehmen, weil sie noch nicht so lange Teil der deutschen Sprache sind. Das ist das, was ihr gerade hier ganz schön und fleißig macht, ist eben chatten. Das ist kein an sich deutsches Wort. Und dem Wort sieht man das auch noch an, dass das eigentlich kein deutsches Wort ist. Dann würde man es vielleicht eher so schreiben oder der Chat. Und dann habe ich hier noch hingeschrieben, Handy, Computer. Herjad hat auch noch tolle Beispiele, PC, Job, Team. Ja, das Wort Handy kommt aus dem Englischen, aber das Wort Handy hat eine ganz interessante, naja, interessante Etymologie, weil es eigentlich nur eine Scheinentlehnung ist. Also eigentlich hieß es so, hat man das sagen die im Englischen ja nicht Handy, sondern eher Cellphone. Aber man hat quasi das Wort im Deutschen so gebildet und es hört sich ein bisschen so an, als würde es aus dem Englischen kommen, auch mit dem Y. Aber eigentlich im Sinne von Handy, etwas ist praktisch und man kann es leicht in die Hand nehmen, das heißt es ist auf Englisch, aber im Englischen sagt man eigentlich nicht Handy, also das nennt man eine Scheinentlehnung. Lady Shoppen zum Beispiel ist auch ein. Ja, kann man sagen, dem sieht man das noch an. Es wird im Deutschen ja sogar auch noch so geschrieben, shoppen.
Joggen, genau. Das sind alles Wörter, denen man quasi ihre Fremdheit oder ihre fremde Herkunft noch ansieht. Aber sie werden teilweise ja schon auch irgendwie wie deutsche Wörter behandelt. Also ich kann ja joggen, shoppen, googeln. Ich kann ja sagen, ich habe gegoogelt oder gejoggt. Also die sind grammatikalisch schon integriert. Facebooken, ja. Chatten. Mal sehen, und vielleicht sind aber dann solche Wörter irgendwann, vielleicht ist für die Kinder, die jetzt mit Google und Facebook und Chats groß werden, empfinden die das irgendwann gar nicht mehr so sehr als Fremdwörter, sondern eher als Lehnwörter, und irgendwann sind sie sich gar nicht mehr darüber klar, dass das Wort eigentlich mal aus einer anderen Sprache dazu kam, weil es einfach immer mehr Teil ihres Lebens wird. Man nennt dieses Phänomen auch so ein bisschen, manchmal auch negativ, nennt man das Denglisch. Und damit meint man einen deutschen Sprachstil mit vielen englischen Wörtern. Und oft ist damit auch, ist es nicht unbedingt positiv gemeint, sondern und wo habt ihr denn schon mal Denglisch gehört, in welchem Zusammenhang? Oder was ist eure Meinung zu Denglisch, wenn ihr solche Wörter hier, PC, Job, Internet, Checken, Surfen hört? Also findet ihr das schlecht? Denkt ihr euch, warum muss man denn, warum sagt man denn Computer und nicht Rechner? So die Franzosen machen das ja auch. Die Franzosen denken sich dann ein französisches Wort aus und sagen L'ordinateur. Oder warum muss ich sagen, ich habe das gecheckt? Warum kann ich nicht sagen, ich habe das überprüft? Ahmed, ich habe eine komische Frage. Was hat das Suffix Schirum im Bildschirm zu tun mit Regen, mit Regenschirm, Fallschirm und Sonnenschirm? Eine interessante Frage. Die würde ich jetzt ganz kurz aufschieben, weil wir jetzt gerade im Moment noch hier bei dem Denglisch sind. Also ich vermute zwar, dass das einfach was, eine Fläche, die was so auf sich auf die Fläche bezieht. Aber ich würde jetzt mal noch bei dem Denglisch bleiben. Hier, Abdel Mullah Shema, was Wasser kommt aus Englisch? Ah, was kommt aus Englisch? Also Wörter, die aus dem Englischen kommen. Also, ich verstehe gerade eure Kommentare nicht, aber was ich euch sagen möchte oder worauf, was ich euch gerne zeigen möchte, ist, dass es einige Wörter gibt, die man eben früher vielleicht als fremd wahrgenommen hat, wie auch das Wort parken, also ein Auto parken. Auf Französisch sagt man da auch stationné, die auch mal aus dem Englischen kamen. Oder auch das Wort Sport kam auch aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Englischen ins Deutsche. Und heute nimmt man die gar nicht mehr so als fremd wahr und benutzt sie ganz natürlich als Teil des deutschen Wortschatzes. Und es ist immer eine Frage auch des Sprechers und der Sprecherin, ob man jetzt etwas wirklich so sehr als fremd wahrnimmt. Bilal meint, danke für deinen Kommentar. Bilal meint, er findet das ganz normal und plausibel, dass man das im technischen Bereich benutzt. Okay, jetzt sind wir schon auch quasi ja schon heutzutage im wissenschaftlichen und technologischen Bereich angekommen. Ist unsere Reise, sind wir schon in der Heutezeit angekommen. Und hier sind noch weitere Folien, die ihr euch gerne anschauen könnt. Aber jetzt möchte ich dann doch noch in unserer letzten 5 Minuten, wo wir, nachdem wir hier Fremdwörter kennengelernt haben, Lehnwörter, Erbwörter und wirklich so sind wir vom Indoeuropäischen bis zum Deutschen gekommen, möchte ich euch nochmal den Raum geben, dass wir in den letzten 5 Minuten
ihr auch nochmal die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Also erstens mal schon mal vielen Dank, dass ihr diese Reise mit mir gemacht habt. Und wenn es euch eben teilweise zu schnell ging und ihr gerne noch länger bei den Haltestellen geblieben wärt, dann könnt ihr euch gerne werdet ihr die Möglichkeit haben, euch die Präsentation als PDF nochmal runterzuladen. Da sind ganz, ganz viele Informationen noch drinnen. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und bei einer Station auch länger bleiben. Und jetzt möchte ich euch eben nochmal die Möglichkeit geben, zu den verschiedenen Stationen eure Fragen zu stellen. Oder vielleicht möchte auch jemand noch mündlich einen Kommentar hinzufügen. Bitte schön. Also vielleicht so als Idee für euch zum Nachdenken, auch entweder jetzt oder auch für jetzt, was ihr mitnehmen könnt aus dem Berliner, in euren Sprachen, also im Tunesischen, Marokkanischen, Algerischen, Arabisch oder in Amazir, in Berber, was habt ihr denn da für, was gibt es denn dort für Lehnwörter und Fremdwörter? Und wie nehmt ihr das wahr? Nehmt ihr das positiv oder negativ wahr? Wie findet ihr das im Deutschen? Hat euch da was erstaunt? War da etwas, war neu für euch? Ja, sehr schön, Ahmed. Papara und Papagei, genau. Ist auch so, das deutsche Wort für Papagei, das ist dieser Vogel, der so sprechen kann, also der die menschliche Sprache nachahmen kann. Der hat auch seine Etymologie im Arabischen. Ja, vielen Dank. Hat auch eine Etymologie, die mich sehr gefreut hat. Bilal möchte gerne was sagen, ja. Weiß nicht, wie das dann ist. Kann dann Bilal was sagen? Kann ich das? Hören Sie mich? Kann jetzt, ja, Bilal, ich habe das. Ja, also es. Es ist sehr laut, Bilal. Ja, ein komisches Wort aus dem Arabischen, das die Jugendlichen sehr oft benutzen, ist auch Habibi. Ja, Sian, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Da könnte man vielleicht sagen, dass inzwischen Habibi, wie das die so im Jugendjargon im Deutschen benutzt wird, in der Jugendsprache vielleicht auch schon ein Lehnwort ist. So anstatt mein Schatz, sagen viele einfach, ja, Habibi. Schönes Beispiel für Sprachwandel. Ja. Dann hat hier nochmal geschrieben, Iman Arum, Football, Fußball. Das ist eine Lehnübersetzung. Auch ein Lehnwort. Sadadusa nochmal für Alkohol. Alkohol, das hat wirklich auch eine sehr interessante Etymologie. Alkohol kommt nämlich eigentlich von El Kuchel, was ich vorhin schon gesagt habe, von diesem Kajalschiff, mit dem man sich schminkt und hieß einfach erstmal nur so ein feines Pulver und dann hieß es, das haben Alchemisten damit experimentiert und dann hieß es, das so feines Pulver, mit dem man irgendwelche Sachen probiert hat herzustellen und irgendwann hieß es nur noch das Feine vom Wein und dann fiel auch das Feine weg und dann hieß es einfach Alkohol. Danke auch noch für das Beispiel für Alkohol. Walla habe ich auch öfter gehört. Ja, man könnte auch sagen, dass Walla ein Lehnwort ist im Deutschen. Eine Lehninterjektion.
wird auch wirklich sehr viel benutzt. Ihr bringt, inshallah auch, ihr bringt wirklich ganz, ganz tolle Beispiele. Ich bin so, ja, eben auch aufs Heute bezogen. Ich war beim arabischen Lehnwörtern so im Mittelalter stecken geblieben. Ah, du hast keine Antwort für meine Frage für die Schirmsache. Oh, du willst noch die Antwort auf die Schirmsache. Tatsächlich kann ich, weiß ich das nicht. So aus dem Steh, weiß ich das jetzt nicht direkt. Ich würde vermuten, dass Schirm, was hattest du gesagt, Bildschirm, Regenschirm, dass das einfach eine Fläche für den Schutz, eine Schutzfläche meint. Aber du kannst mir gerne auch nochmal eine E-Mail schreiben mit dieser Frage und ihr könnt mir auch alle hier gerne, zeige ich euch nochmal die Folie. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Shukran jazilan, tanirt. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben oder auch auf Facebook eine Nachricht schreiben, wenn ihr noch Fragen habt, weil ich teilweise, ich bin auch keine Expertin für alles, bin auch einfach neugierig, kann ich dann auch das recherchieren und ihr könnt es recherchieren im Internet. Unter anderem eben empfehle ich euch wirklich diese Internetseite. Oh, die unsere Leiterin vom DRD-Büro, die Renate, Dr. Renate Dieterich, hat eine Antwort für uns. Schirm. Es geht um Abschirmen und es kommt aus dem Althochdeutsch. Dankeschön. Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon soweit, oder? Jetzt ist es schon 4 Uhr, ihr seid alle schon beim Bedanken. Dann kann ich, glaube ich, auch schon mich bei euch allen bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr konntet vieles mitnehmen und hattet ein paar schöne Aha-Momente und habt vor allem auch einfach, seid neugierig geworden und habt Lust, noch irgendwie so weiter zu suchen und es kann euch helfen beim selber Deutsch lernen, aber vielleicht auch beim deutschen Unterricht. Ich nehme an, es sind auch viele angehende Lehrer unter euch und ich lade euch wirklich ein, noch diese Präsentation runterzuladen, denn wenn ihr irgendwie länger bei den Haltestellen hättet bleiben wollen, habt ihr die Möglichkeit, dann noch ein bisschen vielen Dank, liebe Johanna, nachzuschauen. Es ist, und ihr könnt mir, wie an gesagt, mir, dir zu danken für diese schreiben. Präsentation, für dieses Webinar. Ich denke, Dankeschön. Es war für uns alle sehr unterhaltsam und spannend. Und ja, wie du schon sagtest, den ein oder anderen Aha-Effekt hatten wir, denke ich, alle hier. Vielen Dank nochmal. Ich möchte euch ganz gerne jetzt auf unsere nächsten Stationen aufmerksam machen. Sirin wird gleich den Kalender für den Webinar-Kalender für die letzten beiden Stationen euch hier projizieren. Am nächsten Donnerstag, wieder gewohnte Uhrzeit von 14 bis 15 Uhr, geht es weiter mit Holger Radke. Holger ist unser DAD-Lektor an der Universität Algier. Und auch hier haben wir wieder ein sehr spannendes Thema, das jeden von uns weltweit, denke ich, jetzt betrifft, nämlich wie verändert Corona unser Leben in die Zukunft. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf. Nächsten Donnerstag, 14 bis 16 Uhr. Ihr seid wieder alle herzlich willkommen. Ich freue mich jetzt schon. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr die Präsentation runterladen wollt, dann macht das am besten jetzt. Wir lassen das Webinar noch so ein bisschen an, die nächsten Minuten, aber irgendwann wird es dann geschlossen. Vielen Dank, einen schönen Nachmittag wünsche ich allen. Tschüss.